Hermann Schultes von der ÖVP ist der nächste Redner. Hermann Schultes. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, meine geschätzten Damen und Herren im Hohen Haus. Ich habe jetzt der Diskussion sehr aufmerksam zugehört und ich sehe, dass doch die meisten Abgeordneten hier in diesem Haus wissen, wie wichtig die Sozialpartner und die Kammereinrichtungen für dieses Land sind. Daher bedanke ich mich bei all denen, die diesen Grundkonsens tragen. Und alle die, die meinen, man sollte das in die Luft sprengen, haben sich geoutet. Da weiß man ganz genau, worum es ihnen wirklich geht. Spektakel statt Politik, Theater statt Entscheidungen und ganz offensichtlich bemerkt werden, einfach nur bemerkt werden in einer Zeit, wo andere die Dinge weiterentwickeln und gestalten. Daher, es geht darum zu überlegen, wem verdankt Österreich den guten Weg? Einer guten politischen Kultur und Tradition, die darauf aufbaut, dass Entscheidungen politisch getragen, aber auch fachlich lange und gut vorbereitet werden. Und es gibt keine Demokratie ohne Diskussion. Nur mit wem wollen Sie Fachthemen diskutieren, wenn Sie nicht wissen, wer Ihre verantwortlichen Ansprechpartner sind? Genau das erleben wir in unserem Kammersystem. Die Menschen, die davon betroffen sind und die das Thema tragen, wählen ihre Vertreter. Und diese Vertreter diskutieren in sehr offener Weise die notwendigen Maßnahmen. Und Gott sei Dank gibt uns das Gesetz die Möglichkeit, diese Maßnahmen in einem selbstverwalteten Institut, nämlich der Kammer, umzusetzen. Wir haben Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit Freude tun und die entwickeln die Themen weiter. Funktionäre, die gewählt sind, Mitglieder, die jeden Tag durch ihre Anforderungen den Apparat fit halten und Mitarbeiter, die bereit sind, wirklich etwas zu leisten, das ist unser Kammersystem. Und meine geschätzten Damen und Herren, wir haben bei uns in, und da spreche ich für Niederösterreich, bei der letzten Kammerwahl eine Wahlbeteiligung von 66% gehabt und da darf jeder mitwählen, der mehr als einen Hektar hat. Sensationell. Landwirtschaftskammer. Und wir haben bei dieser Wahl mit 90% Zustimmung eine 10% Opposition, die den Kontrollausschuss führt. Wir haben einen Rechnungshofbericht, der zeigt, dass wir sehr gut und sparsam gearbeitet haben und wir können mehr Arbeit mit weniger Mitarbeitern erledigen und arbeiten gleichzeitig mit allen anderen österreichischen Landwirtschaftskammern zusammen, weil wir gelernt haben, im Sinne unserer Mitarbeiter wenig Geld gut einzusetzen. Meine geschätzten Damen und Herren, bedanken Sie sich bei den Menschen, die im Kammersystem so viel leisten, bei den Funktionären, die unangenehme Themen auch diskutieren und bei den Mitarbeitern, die jeden Tag auf noch draußen sind, Versammlungen halten und den Menschen erklären, was auf sie zukommt. Gestalten heißt miteinander reden, miteinander arbeiten. Das wäre angebracht und ich würde mich von Ihnen allen erwarten, dass Sie sich irgendwann einmal bei einem Kammerfunktionär dafür bedanken, dass die Kammern funktionieren. Danke. Er freue sich, dass so viele im Plenum die Sozialpartnerschaft und das Kammersystem schätzen, sagt Hermann Schultes von der ÖVP. Er ist der Präsident der Landwirtschaftskammer.